1982 hat der, wie nennt er sich? Gold Bruch Farm oder Goldbruch Park Farm. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, Also die habe ich jetzt gestern auch noch nicht gesehen. ich war vorhin schon mal kurz drin bei WOT, da gab es die noch nicht, meine ich. Dann wird sie direkt mal geladen. Hopp. Gut, ich habe jetzt auf eine der Standardkarten angefangen, auf der zweiten. So Habe schon mir die Snofka erste oder? geholt. Ist so alles so richtig alt runtergekommen, gemacht ist der Hof. Meinst du Snofka oder was ist das? Ja, aber diese Goldcrest Valley, diese Standard erste Karte, die ist von Felder her am idealsten bis jetzt. Aha, Weil okay. die Felder sind alle schön gerade geschnitten, du kannst halt echt schön mit Helfer arbeiten, ne? Und du bist nicht gezwungen, bei die anderen bist du echt gezwungen, viel selber zu fahren. Okay. Mir ist das eigentlich relativ. Da bin ich relativ flexibel drin. Ja, das, aber was sich nicht geändert hat, dass die Helfer nicht unbedingt die hellsten sind. Ah, doch, das hat sich extrem verbessert. Ja, Naja. konnte ich gestern noch nicht so feststellen. Also doch, fand ich schon, dass die extrem sich, die haben sich, also finde ich jedenfalls, dass sie sich doch extrem gesteigert haben. Fall hat sich wieder ein bisschen was runtergeladen. Ja, genau, die ist sonst Novgarda, die bin ich jetzt am Zocken. Weil sonst habe ich auch immer die erste Karte geholt und diesmal habe ich dann gedacht, komm, letzten Mal war eigentlich die zweite Karte immer die beste, ja, scheiße. Der Gegner zielt auf uns. Der ist abgeprallt. Gut, ich könnte es ja nur doch sagen, ich lege mir jetzt einen neuen Account an. Dann habe ich eine halbe Stunde, Stunde auch auf dem Stand von dem, wo ich jetzt war. Ja, das dauert ja nicht lange. Nö, ich habe 5,6 Millionen. Ja, so eine, diese Sheetboxen dahin und dann lass die Naja, Zeit ein paar laufen. Sheetboxen, ja genau, ein paar Minuten in der Zeit kannst du anfangen zu shoppen. Dann musst du schon irgendwann mal reagieren, bevor du so viel Geld im Konto hast, das keinen Spaß mehr macht. Gut, wie ist das eigentlich, wenn man das dann zu zweit zockt? Ja. Wie ist das, was kann man, kannst du da auch auf deinen kompletten Fuhrpark zugreifen oder was? Ja, aber ich Oder muss, musst der du dir andere den. muss denn auch die Mods alle haben, die du hast. Ach so, okay. Also praktisch, ich habe ja nicht alle Mods bei mir drauf. Ich habe schon einige wieder runtergeschmissen, was ich fand, was extrem uninteressant war. Was ich sowieso nicht brauche. Ja, ich habe jetzt auch erstmal alles runtergeladen. Ich werde da wahrscheinlich dann auch nochmal aussortieren. Weil ich bin halt jemand, ich gucke immer, dass ich versuche, Gerätschaften zu kriegen, wo ich dann große Flächen mit bearbeitet kriege. Ah ja, ist richtig. Das, was mir jetzt hier noch fehlt, das gab es leider im 15er auch mit. Auch mit, ich glaube, mit als Mod oder wenn, dann hat er nicht funktioniert. Für den PC, das war von Klaas, dieser Häcksler, aber mit Bunker. Bunker-Häcksler. Ja, Den vielleicht. fand ich cool, den gab es im 13er, gab es den als Mod. Weil mich hat das immer geärgert, wenn ich den Häcksler losgeschickt habe mit Helfer, hast du einen Anhänger hinten dran gehabt, konnte nicht mehr häckseln damit. Ich weiß nicht, ob das hier im 17er ist oder nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das hat mich im letzten nämlich ein bisschen geärgert. Und so ein Bunkerhäcksler, den kannst du losschicken, den fährst du zwischendurch leer machen, dann ist das gut. Dann kannst du die nämlich als schaffen lassen, kannst dich eigentlich nur um Abfahren kümmern. Ich glaube, ich habe nämlich damals von 13er gemacht auf dem Computer. Da habe ich die als schaffen lassen und habe mich nur um Abfahren gekümmert. Mann, ich krieg auch keine Unterstützung hier. Das ist so zum Kotzen, ey.
Willst du jetzt hier WoT spielen kommen oder was? Ja, die Panzer kannst du ja leider noch nicht, die ich hier gerade fahre. Achso. Wie ist das eigentlich? Mit wie vielen Leuten kann man auf einer Map spielen hier beim Farming Simulator? Du, keine Ahnung. Frag mich mal, was leichter wird. Ich habe gestern Abend mich noch mit einem Würzmeister unterhalten. Er hat ja schon angeleiert, dass ihr ja mal demnächst auch ihr Farming Simulator auf eurem Channel Naja. habt. Weil das ist das, was mich noch am meisten reizt. Das würde ich gerne mal so mit ein paar Leuten in Kooperation spielen. Das macht bestimmt Laune wie Sau. Na klar, viel, viel mehr wieso. Auf jeden Fall, das könnte natürlich mega interessant werden, denn mit mehreren Mann, jeder kriegt eine Aufgabe. Ja, genau. Oder Weil man das Doofe ist, wenn du dich allein da um alles kümmern willst, dann ist zu viel. kommst du denn, irgendwann kommst du nicht mehr hinterher. Ja, wenn du dann sagst, okay, ich mache jetzt hier meine Landwirtschaft, will aber noch Kühe haben und damit ich Geld verdiene, auch noch die Biogasanlage, das schaffst du nicht. Da hast keine Chance mehr. Mit der Biogasanlage, da verdienst kein Geld mehr. Ja, meist, am besten sind die Windräder. Ja, klar. Sag mal hier auch Hackschnitzel und sowas, das bringt alles kein Geld mehr. Und was du machen musst, was sich empfiehlt, die Silos erweitern. Okay, sind die so klein hier? Ja. Also da gehen überall, glaube ich, 200.000 Liter oder was drin. Von jeder Sorte und das ist nicht viel. Das Problem ist hier, das Gelände allgemein gefällt mir nicht so wirklich. Sag mal, dieses Gold Crest Also. Valley, das ist schön. Die Karte ist echt gut gemacht. Schön einfach zu fahren, die Wege sind gut. Nur was mich halt ärgert, ich habe jetzt gestern hier schon so viel Zeit reingesteckt, jetzt schon wieder ein neues direkt aufbauen, ist natürlich auch doof. Boah, aber das geht ja noch. Sag ich Gut, mal. mit dem Geldsheet kann man das ja eigentlich ziemlich zügig machen. Oh. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil mir gefällt hier der Bauernhof überhaupt nicht so, dieses abgefragte. Das ist nicht so meins. Obwohl der Vorteil bei dieser Karte ist natürlich, du hast alles dicht auf, also alles ziemlich dicht beisammen, ne, mit die Viehzucht und so. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass das alles dicht beisammen ist. Also, ich finde jetzt stellenweise doch relativ weit verteilt noch. Doch gar nicht auffällig, wenn diese scheiß Lichter nicht so ein. Wo wollen wir lang fahren? Halt so lang. Lass uns weit außen lang fahren. 0 oder 1? Einser. Also Snipern brauchst du mit dem schon mal nicht anfangen. Ich hab's nicht gesehen. Oh, hier ist was bei mir. Da ist noch was oben. Oh, brauch Hilfe. Okay. Interessant.
Schuss haben, die Kanone. Jetzt bin ich hier nicht durchgekommen. Sehr schön. Oh, pass auf. Warte. Wir sind halt. Oh, da kommt der nächste. Was denn doch? Ich versuche nur eine Seite zu wischen. Sehr schön. Was die wohl abkotzen. Ich hab nur 18 HP jetzt. Könnte ja schon. Könnte ja schon fast ein Meisterass sein. Ja, also zum Anfang hieß es, es relativ schnell mit dem Ding. Meisterass zu machen. Ich weiß ja nicht, wie viel Treffer du hast. 16. 3 Kills, 3 Sichtungen, denn 6 mal Schaden unterstützt, 4 kritische. Aber wenn man sich mit 2 Panzer so klar ist, ne? Dann kann man damit ganz schön was anrichten. Ja. Wir haben gewonnen. Blitzi, der Blitzer. Also ich habe Klasse 2. Bist du schön?